Tut mir leid, dass du warten musstest, Marianne. Bin ich losgekommen aus der Bank. Entschuldige bitte. Ich weiß ehrlich gesagt sowieso nicht, was du noch von mir willst. Ist doch längst alles entschieden. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Luises tollem Sieg. Ja, das macht sie wirklich gut. Großartiges Mädchen. Schade, dass Peter das nicht mehr miterleben kann. Tja, dann lass mich dir mal meinen Vorschlag unterbreiten. Henrik, bitte, wir haben das doch schon so oft besprochen und ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich kann das nicht glauben, Marianne. Hör mir zu, ich habe dir einen wirklich guten Vorschlag zu machen. Komm erst mal rein. Hey, Marianne. Luise, bist du es wirklich? Ach, komm bitte, Marianne. Tu nicht so, als würdest du mich nicht erkennen. 13 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit. Damals warst du fast noch ein Kind. Naja, besser gesagt ein ziemlich schlecht gelaunter Teenager. Was willst du hier? Dein Elternhaus noch mal sehen, bevor du Schweden verlässt? So viel Gefühl hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du darfst Rosenfeld nicht verkaufen. Ah, und warum nicht? Das weißt du ganz genau. Rosenfeld war Papas Leben. Die Pferde waren sein Leben. Da hast du recht, ja. Sie waren sein Leben. Sein Leben. Meins waren sie nie. Deswegen gehe ich auch weg von hier. Aber das kannst du nicht machen. Paps würde erst das Herz brechen. Ich tue, was ich muss. Was hast du damals gesagt? Du hast einfach gemacht, was du wolltest. Ich habe gemacht, was ich wollte. Du hast mich hier nicht haben wollen. Erinnerst du dich? Du hast alles daran gesetzt, mich loszuwerden. Weil du mir mit deiner gottverdammten Eifersucht das Leben so schwer gemacht hast. Mir und deinem Vater. Ich find's unglaublich, wie du dich hier aufspielst. Du sagst, ich würde deinem Vater das Herz brechen. Wenn das jemand gemacht hat, dann warst du das. Du hast ihn verlassen. Und dann hast du auch noch das Erbe ausgeschlagen, wenn ich dich daran erinnern darf. Er hätte es in der Hand gehabt damals. Ich wäre niemals weggegangen, wenn er dich... Wenn er mich verlassen hätte, ja. Das war die Wahl, vor die du ihn gestellt hast. Du hast es einfach nicht ertragen, dass er sich in mich verliebt hat. Weil du nicht die Richtige warst. Du warst viel zu jung und wolltest ihn nur ausnützen. Dein Vater hat es anders gesehen. Ich habe ihn geliebt. Ich war bei ihm, als du ihn verlassen hast. Ich war bei ihm, als er Probleme mit ihm gestüt hatte. Und ich war bei ihm, als er starb. Ich glaube nicht, dass man das ausnützen nennen kann. Aber warum? Warum willst du das Gestüt dann verkaufen, wenn du ihn so geliebt hast? Mein Gott, ich habe 3 Jahre versucht, es zu halten. Ich kann es einfach nicht. Die Schulden wachsen mir über den Kopf. Ich bin einfach kein Pferdemensch. Schulden? Rosenfeld ist verschuldet? Das wusste ich nicht. Wieso hast du mich nie angerufen? Wie glaubst du denn, hätte es irgendwas gebracht, wenn ich dich um Hilfe gebeten hätte? Ich sag dir was. Mach mir ein gutes Angebot und du kannst Rosenfeld haben. Das geht nicht. Erstens habe ich gar nicht das Geld dafür und zweitens ich... Du hast mich doch damals vertrieben. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich jetzt zurückkomme. Nein. Das tue ich auch nicht. Du kannst gehen, wohin du willst. Aber wirf mir bitte nicht vor, wenn ich dasselbe tue. Marianne, ich mache den Erdbeerkuchen gleich fertig. Wunderbar, Maria. Aber ich bin zum Essen eh nicht da. Ach so? Ja, tut mir leid. Und du bleibst hier schön brav sitzen, ja? Hey, Axel. Hey. Du bist spät. Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden. Fangen wir mit den Impfungen gleich an? Ach, die Pferde, die sind noch auf der Koppel. Ach, es tut mir leid, Sven hat sie nicht geholt, ich hatte es ihm gesagt. Gut, dann komme ich einfach morgen nochmal vorbei, ja? Oder warum nicht später? Wir zwei könnten doch jetzt nach Rabuga zum Essen fahren. In der Zwischenzeit kümmert sich Sven um die Pferde und wenn wir zurück sind, dann... Das geht nicht, ich habe Termine. Mikkelson wartet auch auf die Impfungen. Vergiss doch mal deine Termine. Es ist so ein schöner Tag. Außerdem haben wir zwei schon so lange nichts mehr miteinander unternommen. Wir müssen noch eine Menge besprechen.
wie es mit uns weitergehen soll, wenn ich in Stockholm bin. Ich komme morgen früh um 7. Und es wäre gut, wenn die Pferde wirklich im Stall stehen würden. Ich kümmere mich drum. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du mich heute Abend zum Essen begleitest. Heute Abend? Ich weiß nicht, ob... Du wirst mir jetzt keinen Korb geben, Axel. Du weißt, ich hasse es, wenn ich allein auf solche Veranstaltungen muss. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Komm, sei lieb. Okay. Wann? Um 7. Ich hol dich ab. Ich freue mich. Marianne Steenfeld? Herr Söderlag, ja. Ach, das ist aber schön. Gut, wann wollen Sie vorbeikommen? Fein. Bis morgen dann. Ja, ich freue mich. Danke. Marianne. Wer bin ich? Bist du fertig? Wir sind ein bisschen spät. Ich weiß. Oder sollen wir schwänzen? Und dann könntest du uns was kochen und wir machen uns ein gemütliches... Es tut mir leid. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich kann nicht. Ich meine, ich kann dich leider nicht begleiten. Notfall bei Mickelson. Die beste Kuhkalb. Scheint ein größeres Problem zu sein. Es tut mir leid. Das kannst du nicht machen. Du hast mir versprochen, dass du für mich Zeit hast. Ich weiß. Mein Gott, was soll ich machen? Du versetzt mich wegen einer Kuh? Wegen einer kalbenden Kuh? Nein. Das ist mir noch nie passiert. Na gut, dann viel Spaß.